Willkommen zurück zu Alien Isolation und ich hatte nicht gedacht, dass ich jetzt erst zum Aufnehmen komme. Heute ist Samstag. Bei mir war es ja jetzt wieder wirklich die Zeit, die gefehlt hat oder ja auch ein bisschen die Wärme. Ich bin ja auf dem Dachgeschoss und in der letzten Folge war es wieder die Übersteuerung, warum auch immer irgendwie. Das Mikrofon schaltet sich automatisch auf die 100 wieder. Und dann kann man das ja alles vergessen, weil übersteuert ist übersteuert. Das kann man nicht einfach leiser machen und dann ist es geregelt. Wir sind jetzt hier, haben die Medikamente, wollen jetzt zu Samuels und Taylor. Und es gibt jetzt zwei Varianten. Sie sind tot. Ne, drei Varianten. Die zweite Variante, wir sehen, wie sie sterben. Und dritte, im Laufe der nächsten Folge werden sie sterben. Gut, da ist verschlossen. Warum zeigt er mir da verschlossen an, wenn ich gerade benutzen konnte? Ah, hier sind wir jetzt. Hier sind wir jetzt. Nö. Wir sind doch nicht hier. Ich dachte, wir sind da, vor wegen, dass wir von da kamen. Und hier war dann der Androide ganz am Anfang. Aber es ist doch ganz woanders. Dann können wir aber noch jetzt in diesen kleinen Raum rein. Ich hoffe, jetzt ist es auch alles synchron. Damit hatte ich ja jetzt auch immer Schwierigkeiten. Warum auch immer. Ah, das geht gar nicht. Bin oft einfach am Experimentieren und weil mir, sage ich mal, das klingt immer, dass ich so viel beschäftigt bin. Wenn ich Zeit habe, mache ich das dann halt während der Aufnahme. Feuerprobe. Ist dann mal so, dass, ja, 8-Stunden-Tag, er kommt nach Hause. Dann Lebenden aufnehmen, falls die Hitze zulässt. Wollte ja dann natürlich noch andere Sachen machen. Bei mir ist es zum Beispiel Rocket League spielen. Weil dann die anderen Leute online sind und abends geht es dann auch nicht so lange, weil dann muss man ja morgens wieder früh zur Arbeit. Dann willst du dich ja auch nicht ganz so aus dem Leben verabschieden, dann bist du auch mal woanders. Es klingt schlimmer als es ist. Es klingt nicht so schlimm wie es ist. Aber auf dem Dachgeschoss noch dazu. Da will man dann, sag ich mal, an einem Wochenende, wie jetzt ich es leider mache, um 14 Uhr aufnehmen. Gerade wenn dann die Sonne richtig schön dröhnt. Oh, da hat jemand was drauf gemalt. San Cristobal Krankenstation. Ja, wo waren wir doch? Da waren wir doch schon mal. Das ist jetzt nur eine andere Perspektive. So. Ach so, das ist.
Die sind da im Raum. Die Sachen. Ach, ich um meinen Orientierungssinn. Zwei Kisten sind das. Die Krankenstation wollen wir nicht nochmal. Ach nö. Sie hatten klare Anweisungen, nicht auf der Station zu landen. Ich sagte bereits, wir haben Ihre Nachricht nicht erhalten. Wir dachten, Sie würden... Weisen Sie sich aus! Ist das Raids? Ripley, von der Torrance. Ruhig, Ricardo. Ja, es ist Raids. Was zur Hölle ist hier los, Marshall? Wo sind die Sicherheitskräfte? Direkt vor Ihnen. Ich hab das Viech gesehen. Was ist es? Keine Ahnung. Marlow hat es ihr angeschleppt. Der Captain der Anne Sidora. Das Schiff, das den Flugschreiber gefunden hat. Gibt es irgendwo auf dieser Station noch einen sicheren Ort? Diese Kreatur läuft frei rum und die Seeksen-Syntheten sind nicht gerade freundlich. Verfluchte Androiden. Ripley? Taylor braucht Hilfe. Krankenstation geht nicht. Da können wir nicht hin. Wir haben eine einfache Lebenserhaltungseinheit im Büro. Wir sollten uns beeilen. Wir brauchen den Transit zum Hauptquartier, aber der liegt lang. Das Schiff, was den Flugschreiber geborgen hat, hat auch das Alien mitgebracht. Ich weiß jetzt gar nicht, was etwas her ist im ersten Teil. War da irgendwas noch mit dem Flugschreiber am Ende? Dass das, sag ich mal, die Geschichte, die jetzt nur weiter erzählt. Ist das vielleicht dasselbe Alien? Samuels hat gesagt, Sie seien Ingenieur. Machen Sie sich mal nützlich. Nachdem sie schon die Falle vermasselt haben. Ja, genau. Darüber sprechen wir später, Waits. Kümmern Sie sich um die, während ich weg bin. Verstanden? Ricardo, halten Sie die Funkverbindung, damit wir in Kontakt bleiben können. Finden Sie einen Weg, das Transitsystem zu reaktivieren. Und das jetzt einfach so ohne Probleme? Rosig. Wir sollten uns wirklich beeilen, Taylor. Keine Sorge, Samuels. Wir kriegen Sie hier schon raus. Keine Bank. Also die Asynchronität kann nicht von den Frames kommen, weil das ist alles identisch. Oft ist es ja so, dass die Asynchronität besteht, wenn man zum Beispiel mit 60 FPS spielt, aber nur mit 30 aufnimmt. Nicht da reingehen! Strebe entfernen. Ob der Raids auch sterben wird, ob wir wirklich die einzigen sind, die überleben. Zentrale. Das klingt doch schon wieder berauschend.
Reaktivieren Sie den Transit am Hauptschaltpult. Jetzt kommt das Alien. Gucken, ob das alles so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Jemand hat alles ausgeschaltet. Hallo? Ich weiß, dass hier jemand drin ist. Ich hätte mich niemals von den anderen trennen sollen. Reg dich ab, du Drecksandroid! Es war nicht leicht, diesen Ort zu sichern. Was? Ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Ach du. Das war jetzt wieder Dummheit. Ich wollte auf ihn zurennen. So, diesmal gehen wir das anders an. Lötlampe. Immer neuere Gegenstände, die wir brauchen. Aber bisher haben wir nicht viel. Jemand hat alles ausgeschaltet. Hallo? Ich weiß, dass hier jemand drin ist. Reg dich ab, du Drecksandroid! Scheitelpunkt. Es wurde ziemlich schnell zum Albtraum hier. Es war nicht leicht, diesen Ort zu sichern. Nicht glauben, dass die Arsche mich rausgeschmissen haben. Also ist er nur sauer auf Waits und macht das jetzt aus Absicht. Sie werden nirgendwo hingehen. Im Schrotthaufen kann man wirklich keinem trauen. Kommen Sie raus und ich mach's schnell. Na los, du schaffst das, du schaffst das. Also man sieht so wenig. Niemand klaut mir meine Sachen. Gerade das Licht ausmachen steht auch vom Schrank. Jetzt?
Ah, hier. Sie sollten nicht hier sein. Hier Patronen einzeln. Das ist eine reine Munitionsverschwendung hier. Dies ist ein Sicherheitsverstoß und kann nicht toleriert werden. Verlassen Sie das. Ich denk nicht mal dran. Ich werde Sie einfangen. Kein Erfolg, nix. Das hat mich jetzt 12 Patronen gekostet. Ripley, hier spricht Wales. Der Transit ist hier. Wir warten auf Sie. Steigen Sie ein. Ich hatte ein paar Probleme und es wird etwas länger dauern. Wir können warten. Taylor nicht. Ich nehme die nächste Gondel. Umständlich. Die Rohrbombe ist eine Brandvorrichtung, die bei Aufprall detoniert. Sie ist tödlich für Menschen und nicht industrielle Syntheten in der Umgebung. Als explosive Falle eingesetzt. Jetzt ausgelöst, wenn sich Feinde in der Nähe befinden. Da ist der Erfolg, den ich mal meinte, dass man alles einmal mindestens gebaut haben muss. Transitneustadt, hören Sie mal, Sie Spinner, glauben Sie, das Ding fährt in einer Transitgondel durch die Gegend? Sie haben die Möglichkeit, den gesamten Transitverkehr von Apollo zu trennen, also machen Sie das auch. Sie können den Wahnsinn mit einem Knopfdruck beenden. Sie fühlen sich bei deaktiviertem Transit vielleicht sicher, aber wir hocken in der Falle. Hintergang, eine Warnung für dich, du Penner. Denk nicht mal dran, dich Sinclair und den Seeksen-Leuten anzuschließen. Ich habe denen gesagt, dass du Morrison umgebracht hast. Die erschießen dich, wenn sie dich sehen. Hättest mich in dein Versteck lassen sollen, du hältst es keine Woche aus. Lampe. Schnellbrenner eingesammelt. Schnellbrenner, Plasmabrenner. Thank you.
viel präziser. Aber das dauert seine Zeit. Man kann nicht so schnell hier rüber flüchten. Dunkelheit.